Hallo zusammen, das heutige Video hört auf den einfachen Namen Rind, Eier und Krabben. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Vor wenigen Wochen habe ich euch ein Video von der Muesta Barbecue Disc gezeigt, wo wir ein Surf and Turf Gericht hergestellt haben, und zwar aus Rinderfilet. Und ich habe noch etwas von dem Rinderfilet übrig gehabt, und zwar den Kopf und die Filetspitzen. Und das heutige Video zeigt einmal, wie ich diese anderen Teile vom Rind mit verwerte. Für die, die den Kanal regelmäßig gucken, es handelte sich um dieses Charolais Beef Rinderfilet von gourmetfleisch.de. Und hier hatten wir an dieser Stelle den Filetkopf abgetrennt. Für das Surf and Turf Gericht habe ich dann das komplette Chateaubriand, also das Mittelteil von dem Rinderfilet, dann in super schöne Filetsteaks geschnitten und dann dementsprechend weiterverarbeitet. Wer das Video mal angucken möchte, am Ende gibt es die Infobox, wo ihr draufklicken könnt und könnt es dann angucken. So, und jetzt haben wir hier halt so ein Stück Rinderfiletkopf, und da kann man so noch einen Teil vom Filet abschneiden, das seht ihr hier. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, als das in kleine, mehr oder weniger handliche Steaks zu schneiden. Wenn es noch so kleine Sehnen oder Abschnitte gibt, die weg müssen, von denen trenne ich mich. Ansonsten mache ich dann einfach handliche kleine Rinderstückchen. Das hat den Vorteil, bei mir in der Familie essen nicht alle gerne so blutig oder blue, wie ich das mag. Deshalb ist jetzt hier auch für alle was am Ende dabei. Die Idee für das heutige Rezept und die Kombination, die stammt aus einem Restaurant, wo ich vor kurzem war, im Münsterland. Dort gab es ein Gericht, das nannte sich Büsumer Filettopf, und das bestand aus Schweinefilet, Krabbenrührei mit Frühlingszwiebeln und Käse. Und ich muss sagen, diese Idee fand ich so geil, dass ich zwar gedacht habe, ich mache das mal nicht in Kombination mit Schweinefilet, sondern halt mit meinen Rinderfiletresten. In dem Fall habe ich jetzt hier 3 Eier, 200 Gramm Krabben, Frühlingszwiebel und Salz, Pfeffer vermengt, und das grillen wir dann gleich mit hier auf der Barbecue Disc. Wir beginnen aber natürlich logischerweise mit dem Fleisch, denn das ist das, was vermutlich am längsten braucht. Bei der Barbecue Disc ist es so, das Feuer brennt ja in der Mitte und es ist heißer, je näher man ans Innere kommt, also macht es natürlich Sinn an der Stelle mit den Garzeiten so ein bisschen aufzupassen, dass wir, wenn wir Sachen scharf anbraten wollen, in der Mitte anfangen, und die Sachen, die etwas dicker sind, die bleiben dann etwas länger liegen, und die, die etwas dünner sind, die wandern dann etwas früher in den hinteren Teil der Disc. Das ist jetzt hier auch kein Hexenwerk. Ich gebe einfach Vollgas dieses Rindfleisch da drauf, und ihr seht, ich habe es zwischendurch noch gesalzen. Also ich salze ja in der Regel mein Rindfleisch vorm Garen und dann hinterher auch nochmal. Gibt halt eigentlich meiner Meinung nach immer eine schönere Kruste. So, die Barbecue Disc ist wirklich sehr, sehr heiß. Und tut natürlich ihren Job hier schon hervorragend. So, wie gesagt, ich jongliere jetzt da so ein bisschen hin und her und drehe das. Da die Disc sehr heiß ist und man möchte jetzt so etwas wie Rührei drauf machen, muss man ein bisschen aufpassen. In dem Fall behelfe ich mir hier mit dem Muesta Barbecue Ring. Denn der Barbecue Ring, der sorgt dafür, dass das Rührei nicht komplett auf der ganzen Fläche sich ausbreitet, sondern etwas stehen bleibt. Und somit kühlt der Teil der Disc etwas ab. Wenn ich jetzt alles komplett drüber hauen würde, dann wäre das, glaube ich, innerhalb von wenigen Sekunden komplett fertig und vielleicht sogar verbrannt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach erstmal den Teil in der Platte abkühlen zu lassen und dann den Ring wegzunehmen und jetzt das Rührei hier fertig zu grillen. Das Ergebnis finde ich richtig gut, weil es bekommt richtig geile Röstaromen. So, und jetzt gegen Ende geben wir halt noch ein paar Käsestückchen unten drunter und lassen das Ganze noch einmal erhitzen, dass der Käse ein bisschen schmilzt. Und jetzt haben wir, wie ich finde, eine total geile, richtig schöne Mischung aus Ei, Krabben, Käse, Lauch, Zwiebeln mit richtig schönen Röstaromen. So, und das richten wir jetzt auch an. Ich sag mal so, unsere Filetstücke, die haben jetzt nicht wirklich lang gebraucht. Die drapieren wir jetzt einmal um unser Ei herum. Und dann ist es auch schon fertig. Wer möchte, kann natürlich noch einmal salzen und pfeffern. Das macht natürlich Sinn. Ja, und dann probiere ich das Ganze natürlich jetzt mal. Also ich finde es richtig, richtig geil. Tolle Kombination. Vielen Dank an das Restaurant in Ahaus für den coolen Tipp. Ja, falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, müsst ihr das natürlich jetzt unbedingt nachholen. Bitte teilen, liken, kommentieren nicht vergessen. Und ganz, ganz wichtig für alle die, die nicht genug bekommen können, auf Facebook geht es richtig rund. Jeden Tag jede Menge Cuts und Videos und alte Sachen neu aufgearbeitet. Das macht richtig Spaß. Also, wer das mal ausprobieren möchte, die Links für all die Fanseiten findet ihr unten in der Videobeschreibung.
bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.